wunderschönen guten Tag, liebe Frau Niesmuschel. Und einen Pupskuss zurück an dich in den Lurk auf die Arbeit. Ich hoffe, es ist nicht so anstrengend heute. Jetzt wird die ganze Zeit da der Leichnam angezeigt. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht tun. Bisher geht's. Okay. Sehr, sehr gut. Das freut mich doch zu hören. Ja, ich bin jetzt auch auf meinem Schlaflöchlein aufgestanden, habe mich erhoben und jetzt muss ich irgendwann mal Level 40 werden, ne? Ist ja klar, es muss diese Woche noch was werden. Ah, das krieg ich schon hin. Endlich mal Schildkrötenfleisch. Ich farme gerade auf dem Weg zu meinem Questgeber diese Mobs hier, damit ich ein bisschen Schildkrötensuppe herstellen kann, damit ich damit leveln kann. Wie du schon wieder WoW spielst, obwohl keiner gebettelt hat. Ich glaube, du hättest am Samstag auch ohne unser Gequengel gestreamt. Ich weiß nicht, vielleicht hat euer Gequengel ja dafür gesorgt, dass ich jetzt für Tage lang ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht streame. Und darum spiele ich die ganze Zeit WoW. Also bitte. Nee, keine Ahnung, ob ich gestreamt hätte. Vielleicht hätte ich ein bisschen Offstream gezockt oder so. Aber ihr wolltet ja unbedingt, dass ich auch online gehe. Also habe ich das gemacht. Moi. Jackie. Ist klar, du suchst die. Nur kein Sucht die. Verstehe jetzt nicht, was du meinst. Karlmann. Er ist ein Ditte. Ein Twink. Level 31 Twink? Der kann ich ja fast nicht glauben. Hallo Frau Mumpitz, dir auch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ich gleich ein Handy reingedrückt kriege. Richtig, richtig böse. Vor dem guten Morgen sagen. Böse von mir? Nö.
Wir machen hier einen ganz entspannten Stream. Die Frau Muschel ist im Lurk. Ich klopp hier so ein bisschen vor mich rum. Und da darf man auch mal aufs Handy gucken. Das hat nichts mit Böse zu tun, ja? Brauche mehr Wut. Hast du ein Glück, dass ich nur den Chat an habe? Warum? Achso, wegen Handy. Brauche mehr Wut. Road to 40. Ja, Level 40. That is the next Ziel. Ich muss näher ran. Warum bist du noch nicht an der Nordsee? Willst du mal erst. Ach so, geht's in Urlaub, Frau Mumpitz? Benny wird bald 40 Jahre alt, genau. Und die Spülmaschine noch läuft. Meine ich ja noch in anderthalb Stunden. Koffer sind fertig gepackt. Sehr gut. Cool, wie lange bist du denn da? An der Nordsee. Was? Leute auf der A2 übernachten mussten wegen Vollsperrung? Bis Freitag? Was? Was ist denn da los? Ich könnte noch Zelda vorbestellen. Du Suchti! Du Zelda Suchti! Brahas Kessel! Gucken, was jetzt passiert. Gut, jetzt habe ich alles. Wie geht's denn so, Mann? Das ist not Rimworld. Das ist richtig Morian. Das Büro ist bis Donnerstag nicht da. Ein Zufall? Oho. Na, Keksi und Krümelettis, na du Morian. Bei mir ist alles frisch soweit. Ich bin ja gerade erst aus dem Bett auferstanden, sozusagen. Und bei dir? Und dann, wegen der Vollsperrung, musste ich an Muschel denken und dann an Pippi. Wow. Wow. In Augsburg. Was macht er denn bis Donnerstag in Augsburg? Ist ja voll lange. Der Muschel auch mal auf der Autobahn feststeckte und auf Klo musste. Also deswegen der Zusammenhang. Ach so. Thank you.
Cookie hat sich schon 80 Mal die Nase gerubbelt. 18? Das kannst du gar nicht wissen, Frau Muschel. Du hast das Bild nicht an. Puppenkiste? Was? Auf Messe. Bis Donnerstag auf einer Messe, die arme Sau. Ja, Morian, wie geht's dir denn? Was treibst du nur so? Schon lange nichts gehört. Moin, ich wollte mir auch einen Account auf TransC machen, weiß aber nicht, ob Schurke oder Druide. Kannst du mir was ist denn auf TransC? Schurke oder Druide? Also ich habe damals, als WoW rausgekommen ist, als allererstes einen Schurken gespielt, halt meinen allerersten Charakter. Transcendence. Transcendence? Ist das ein Server? Naja, und den Schurken habe ich bis 60 gelevelt und dann habe ich direkt was anderes angefangen, weil mich das nicht so gereizt hat. Die ganze Zeit nur auf Buttons zu smashen, um Schaden zu machen. Und dann habe ich direkt danach einen Druiden angefangen. Und es war sehr cool, weil du als Druide ja irgendwie alles machen kannst. Tanken, heilen und Schaden, wobei natürlich in Classic eher der Druide heilt, als dass er tankt oder Schaden macht. Aber im Prinzip wäre das möglich und du bist halt echt so ein bisschen unabhängig beim Leveln und so. Das geht ganz gut. Hallöchen, Mr. Olle! Ich weiß nicht, ob mein Bild eingefroren ist. Bitte bewege dich. Vielen Dank für die nette Auskunft. Ja, gerne, nicht dafür. Handystarre. Ich muss mal auf die Flammen achten. Die Flammen, ja, die bewegen sich, das stimmt. Ich lese ja hier gerade nur den Chat. Sorry, ey. So, ich bin bereit, das Ritual der Bescherung durchzuführen. Und dann schauen, das müsst ihr ihn besiegen und sein Wirbelherz nehmen. Ich werde es benutzen, meine Waffe mit Zyklonians Macht zu stärken. Seid ihr bereit, dem Windlord zu trotzen? Alles klar. Na klar, ich bin bereit für alles. Alles, was du willst. Mal gucken, ob ich den besiegen kann. Ich glaube, es ist auch eine Elite. Wenn denn da hin? Hilfe? Schauen wir mal, ob ich den besiegen kann oder nicht. Kannst du nicht. Six, du Arsch. Guten Morgen. Seid ihr heute so gemein alle zu mir, ihr Schweine? Wow. Ich glaube, ich schaffe ihn nicht. La 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 la. Hm.
Na jetzt schade. Niesmuschel, Haare, was? Ich hab doch gar nicht meine Haare angefasst. Dass die Wachleute wieder um den Finger gewickelt. Hab mit den Augen geklimpert und Dekolleté gezeigt. Ich bin nicht gemein, höchstens garstig. Irgendwann kam der Text von der Cookie Monster, es tut uns leid, die Bank wurde schon mal ausgeraubt, es gibt nichts mehr. Wo das Wort garstig herkommt? Weißt du, wo man noch kochen ab 25 lernen könnte, wo es das Buch gibt? Gute Frage, Punkt, Punkt, Punkt. Das habe ich auch noch nicht, leider. Zelda ist bestellt und Karte eingesteckt. Was für eine Karte? Die Packstation. Ah, dann kann ich das auf dem Nachhauseweg von der Nordsee abholen und muss nicht extra nochmal los. Extra bis zur Nordsee. Seeluft soll ja gut tun. Na klar. Seeluft ist supidupi. Dauerregen bei 15 Grad, richtiges Nordseewetter. Das Wort ist seit dem Mittelhochdeutschen als Garst, ranzig, verdorben, überliefert und durch Ick erweitert. Ranzig, verdorben, ist ja auch schön. Der Morian ist ranzig oder verdorben. Jetzt habe ich keinen, der mir hier helfen kann mit der Scheiße. Boah. Kannst du nicht die Handy-Nachrichten auf dem PC anzeigen lassen? Fällt das nicht auf? Ja, könnte ich. Ganz ruhig. Manne sitzig. Manne sitzig. Hm.
Oder hinhängen, dann schaust du immer nach oben und alle wundern sich und du kannst sagen, du denkst nach. Genau, ich denke nach. Schönen Hals strecken. Ja, Entschuldigung, ich habe. Oh, sag mal. Jetzt wird auch noch auf hier mein, was ich schreibe, geachtet. Ist ja unfassbar. Tja, okay, ich befürchte, ich kann das nicht alleine machen und ich befürchte, es wird mir niemand helfen, weil niemand hier ist. Mann, ey. Muschel hätte bestimmt geholfen. Ja, das Problem ist, dass die Muschel da auch nicht viel helfen würde. Also böse es klingen mag, aber ein 40er Elite ist für Frau Muschel nichts. How's it going, Savvy Place? Hello there, and welcome to the stream again. It's going all right. Thanks for watching. Bye again. Coming by. I hope you had a beautiful day.
Warrior Quest. Und solange kann ich die hier töten und die geben mir gegebenenfalls Schildkrötenfleisch, das ich verkochen kann und damit kann ich noch skillen. Und Leder. Du hast ein Muschelfragment bei dir. Wie süß. Muschelschalenfragment. Getupftes Muschelschalenfragment. Du hast einfach Schildkröten. Gib's zu. Nö, Schildkröten sind supidupi. Ah, okay, das ist ein Multiboxer oder wie auch immer man das nennt nochmal. Mal. 35er Nacht, der Krieger. Der ist ja lustig. Der Keks hat immer einen kleinen Teil von mir. Oh. Dreimal Doppel-D für Zulfarak. DD heißt Damage Dealer. Für ZF Zulfarak. Ist eine Instanz. Fest in Eis verschlossenes Fragment. Genau. Analyse. Ach, nach Dalaran, stimmt. Ich sollte der irgendwas nach Dalaran bringen. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Ich warte auf Hilfe. Was rennst du da nun weg? Die Hilfe wird noch eine Weile dauern, bis sie da ist. Darum kann ich so weit wegrennen, wie ich will. Nicht genug Wut. Bleib da nicht die ganze Zeit da dumm rumstehen. Ich habe kein Ziel. Schon überlegt, wie er nebenher neben dem Einkaufen. Nee, er ist ja nicht einkaufen. Die Frau ist einkaufen, der ist mit dem Kind allein. Zeit ist Geld, genau. Mensch, Frau Lüttke, Sie müssen besser aufpassen. Das geht so nicht. Bildquali schwankt. Ja. Jetzt wieder auf die Quali schieben, ist klar. Du musst da eine Zahl reinschreiben, Frau Mumpitz. Genau. Wie der mir all mein Leder klaut, das dämliche Jägerschwein. Nur weil er schneller laufen kann als ich. Fuck you. Cookie Bank 1. Die Muschel. Ist ja voll nett, wie du dich reinhängst. Hey, ich bin ein Solo-Räuber. Nischt es. Solo gibt's hier nicht. Muschel ist schon reich. Aber ich go. Wie ich schon 2186 Stunden gestreamt habe. Völlig verrückt.
Frau Muschel hat die Hälfte meiner Streams verpasst, seit ich den Bot benutze. Krass. Ich muss die Kekse auch mal essen, die werden nicht besser. Dann werden wir ja richtig dick und rund. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist nicht bereit. Nicht genug Wut. Ja! Guck, ein dicker geschuppter Schwanz und Schildkrötenfleisch. Mit Brot wäre das leckerer. Mit Brot? Kekse mit Brot? Ach ja, Tarnesbrot, Bananenbrot. Tarnesbrot mit Schildkrötenfleisch. Tarnes-Lobo-Brot, das schmeckt doch nicht. Das ist wie seine vertrockneten Waffeln, die mit Schoko überzogen sind, um das zu verdecken, aber das bringt auch nichts. Was? Muschel wusste, dass er hier eins gesetzt, der den Code geknackt. Das ganze Team wurde niedergeknüppelt. Wie man sich auf andere verlässt. Ich dachte, du bist Solo-Kämpfer, du kannst dich doch nicht auf andere verlassen. Ich muss näher ran. Kann ich noch nicht. Tja, die Muschel wusste sie wohl, was passiert. Ich glaube, die Muschel steckt mit den Bullen unter einer Hut. Einer Hut. Was machen die hier alle, die Quests? Ein bisschen fehlt mir mein Hexer, der war so lustig im PvP. Ja. Alle mit Dots belegen und wieder abhauen. Ah, ich versuche das ja schon zu umgarnen. Aber das läuft nicht. Was willst du umgarnen? Aber mit dem Monster. Achso. Das Monster kann man nicht umgarnen, das ist fest. Hühchen, Cookie Monster. Zwei Magier ist er. Warum levelt man zwei Magier hoch? Verstehe ich nicht. Was steht auf deinem Shirt? Da steht Every day is a great day. Steht da. Mmh.
wir sein denn? Mit Bergen und Schneegipfeln, ja. Auf dann. Das ist das Shirt von einem YouTuber, den ich früher mal geguckt habe, für eine sehr, sehr lange Zeit. Wie hieß der denn auch gleich? Ivan, irgendwas mit I. I don't know. Der hat auf jeden Fall sehr, sehr coole Videos gemacht. Auf meinem Städtchen 100% Baumwolle. Werde ich je wieder hüpfende Chars sehen können, ohne an Fortnite zu denken? Ich glaube nicht. Wie geht's denn so, Mann? Ich kriege eigentlich Bonus auf ein Schwert, aber die Axt hat ein langsameres Tempo und macht damit für mich mehr Sinn. Ja. 36 Schaden pro Sekunde. Ja. Weil du auch langsam bist. Genau, ja. Nee, weil ich Attacken habe, die eher auf den Schaden der Axt gehen. Und da hat er ja bis 154 hier und hier bis 124. Weil du noch mehr Zeit, um Hut aufzubauen. Ne? Warte, ey. Ihr seid aber auch. Nein! Jetzt! Du kannst da die Dinge wegnehmen, du Schweinebacke! Ich hab gerade den Quest ausgewählt, du. SR egal, Jakuki versus Muschel. Weil du noch Zeit brauchst, um Wut aufzubauen. Ach egal, weil du noch Zeit brauchst, um Wut aufzubauen. Steht doch da! Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Hallo! Sag mal. Hallo? Kann ich jetzt. Hallo? Kann ich jetzt. Hallo? Hallo? Ganz ruhig. Das soll ich euer Ernst jetzt? Wer ihr sein denn? Oh, jetzt kann ich die Quest nicht abgeben, weil der irgendwie dazwischen gefunkt hat. Ich hoffe, das ist jetzt nicht kaputt. Oh, ist doch nicht euer Ernst, ey. Ich jetzt warten, bis der despawned ist, oder was?
Das darfst du dir nicht machen. Ich habe dir ja schon abgegeben. Ich krieg ja eigentlich nur noch die Belohnung. Und weil der weggerannt ist, weil der andere Typ die Quest gemacht hat, kann ich jetzt gerade die Quest nicht annehmen. Warte jetzt mal, bis der despawned ist. Darum, die langsame Axt. Nee, die langsame Axt, weil meine Attacken halt auf den Gesamtschaden der Waffe projiziert werden und nicht auf den Schaden pro Zeit. Also brauche ich eine Waffe, die langsam ist und einen hohen Gesamtschaden hat. Guck hier, ein heimtückischer Schuss, der Waffenschaden plus 85 verursacht. Waffenschaden plus 15. Schnetzel, alle nieder, sollten sich noch welche versuchen, wieder vorzudrängeln. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich die jetzt überhaupt abgeben kann oder ob das jetzt irgendwie buggy ist, weil der dazwischen gegrätscht ist. Schauen wir mal, wenn der hier despawned ist, ob der denn nochmal mit mir redet. Sonst muss ich den Game Mastern schreiben. Wem? Was ist das? Das ist das, was der Tarnis mal war. Das sind die Leute von Blizzard, die hier auf dem Server für Ordnung sorgen und die man anschreiben kann, wenn man mit irgendwas Hilfe braucht. Quasi die Moderatorin des Spiels. Die heißen Game Master. Und die sind dann Wesen und kommen und schimpfen den Typen aus? Nee, die können meine Quest wieder zurücksetzen oder so. Oder mir das Item geben von der Quest. Die schauen dann ins Logbuch. Genau. Voll viel los vor der Haustür. Wieso? Was ist denn da los? Die haben ganz normale Ingame-Charakter. Mit so blauen Roben. So, jetzt ist der Mob weg. Ist der jetzt resettet? I hope so. Kann zumindest mit ihm sprechen. Ja, okay. Hallo, Mann! Du, du. So, zack, neue Axt, geilo! Wupp, wupp! Viele größere Wagen in kleiner, engen Straße und gleich müssen noch die Müllabfuhr bekommen. Da ist eine Feuerstelle. Kann man die nutzen? Eine Feuerstelle? Was denn jetzt für eine Feuerstelle? Das hier.
Der Kessel war Teil der Quest. Aber ich... Kann man bestimmt auch drin kochen. Ich habe auch keine Gewürze dabei gerade. Erstmal 70 Kilo Axt auf dem Rücken. Genau. Easy. 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 Gewürze sind überbewertet, dauert alles zu lang. Was? Gewürze sind toll. I don't know what you mean, Miss Mumpitz. Wollen wir die neue Axt gleich mal ausprobieren, wa? Das ist zu weit entfernt. Mir ist kalt, dann zieh dir doch was an. Kannst doch nicht nackt rumlaufen. Keine Hose. Hast du wieder keine Hose an, Morian? Du Schwein. Nur damit dein Lulli ordentlich rumhängt. Zwischen den Kniekehlen. Dafür aber Kniestrümpfe. Toll. Oh, immer rechts und links vom Fluss. Ah, der hat die selbst gedingst. Okay. So, jetzt muss ich aber da oben nochmal nach Dalaran. Bevor ich es vergesse. Dalaran. 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 Das ist die Stadt, die später Hauptstadt ist. Wupp, 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 wupp. Ja, da sehen wir mal, wie Dalaran in WoW Classic aussah. Das war damals noch keine schwebende Stadt. Das kann ich schon mal verraten. Die Frau Muschel sieht es nicht. Aber die wird auch noch hierher kommen. So, guck mal hier die Untoten. Echt nicht? Kann mich nicht mehr an Dalaran erinnern. Tja. Dalaran gab es auch schon in WoW Classic. Da war es eine Stadt mit einer Kuppel darüber, die man nicht betreten konnte, die aber auf ebener Erde steht. Werden wir gleich sehen. Gibt es keine Pferde mehr, doch ab Level 40, wie es damals eben so war. Ab Level 40 für 80 Gold. Die Kuppel, genau. Jupp. Die lila Kuppel.
Nur noch Tank für UBS. Boah, wie gerne ich da jetzt tanken würde. Ich hätte zwar nicht genug Zeit, aber UBS hätte ich Bock drauf. Sieht man sie schon, die Kuppel? Hier in Hornstadt? Ne, hier gibt's fest. Achso, Schildwache von Dalaran. Die Hortler müssen hier scheinbar irgendwie die Typen töten. So, hier ist Dalaran. Man sieht ein paar Häuschen, die irgendwie auf irgendeine Weise kaputt gegangen sind. Und dann dahinter Dalaran in einer Schutzkuppel, wo wahrscheinlich noch intakte Häuschen sind. Ziehe den Ehrenfreund. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. Ne, hier kaputt. Vielleicht wurden die angegriffen von irgendwas oder so, die Dalaraner. Und jetzt ist hier halt so eine Schutzkuppel, wo niemand hereinkommt. Guck. Und später wissen wir ja, dass Dalaran hier an diesem Ort nicht mehr sein wird, sondern nur noch ein großes Loch in der Erde. Und Dalaran dann eine fliegende Stadt sein wird im Burning Crusade Gebiet. Und dann später gibt es nochmal eine Version von Dalaran keine Ahnung, irgendwo anders. So. Greif sie an. Die Hortler kann ich nicht angreifen. Die sind nicht PvP gefleckt. Gut. Dann schauen wir mal. Sprecht mit in Booty Bay. Pantherjagd, Trollhexerei, Raptorenjagd. Boah, es ist schon wieder alles so orange, die Quests. Crash Rich Kriegstreiber. Kaufen Sie jetzt Grundstücke. Das ist eine Investition in die Zukunft. Was? Was reden Sie da? Ich bin. Hallo Mietz, guten Tag. Geht's dir gut? Ja, ich bin noch ein bisschen müde. Der Tag gestern war irgendwie ätzend anstrengend auf Arbeit, aber zumindest habe ich ganz gut geschlafen. Hast du heute schon was Lammartiges gesehen? Nee. Ich bin Morian von der Dalaran Immobilien GmbH. Ah ja, ist klar. Ich fliege morgen in den Urlaub. Krass, wohin geht's denn? Und wie lange? Und überhaupt, mit wem? Erzähle alles, wir sind neugierig.
Erst nach, was? Erst nach Rom 3 Tage und dann von da aus nach Athen 4 Tage. Oh, krass. Alleine, fliege immer alleine. Nicht schlecht. Und was machst du denn da alleine? Also ich war mal 4 Tage in London alleine und das war okay, aber irgendwie war das auch anstrengend, dann die ganze Zeit nur allein unterwegs zu sein, weil man so antisocial-mäßig unterwegs ist. Sightseeing. Ja, das habe ich auch gemacht. Was ist denn das eigentlich für eine Insel? Man lernt immer wen kennen. Na gut. Bist du dann in so einem Hotel mit mehreren Leuten oder wie? Wo du Leute kennenlernst oder in einer Bar beim Essen? Whatever. So, ich mache vom Acker schöne Wochen. Denkt mein Internet wird nicht ausreichen, im Stream zu schauen. Winke, winke, Frau Mumpitz. Schöne Zeit an der Nordsee. Bitte ziehe dir dicke Jacken an und Regenjacken und überhaupt, damit du nicht nass und krank wirst. Zwölf Silber kostet. Ich werde angerufen. Ja, hallo? Ja, das bin ich. So, ja, sorry, ich war kurz nicht gemütet. Das war natürlich O2, die sich wieder gemeldet haben, weil ich ja meinen Vertrag gekündigt habe. In London habe ich auch an jeder Straßenecke wen kennengelernt. Krass, vielleicht bin ich einfach nicht so... Ich habe niemanden kennengelernt in London. Ich war allein unterwegs. Ganz einsam und allein. Geh bitte in Döse in den Mini-Zoo und grüße die Robben. Was? Das war ja irgendwie seltsam. Der meinte ja gerade, ja, hier Rufnummer mitnehmen. Ja, nein, vielleicht. Und dann kann O2 noch was für sie tun, um dass sie wieder zu O2 kommen. Nö, war ja wegen Empfang. Okay, dann schreibe ich mir das so auf. Und dann hat er nichts mehr gesagt. Nein, nicht mal Tschüss. Und dann war das Telefonat beendet. Krass. Der dunkle Rat. Auch nicht schlecht. Ja, ich weiß, dass es ein Lütke war. Empfangen immer die gleiche Ausrede. Ist tatsächlich so, ich habe mit O2 mitten in Berlin keinen Empfang teilweise. Das ist so traurig. Allein unterwegs bin ich auch, aber irgendwer quatscht einen immer an. Mich hat keiner angequatscht. Vielleicht gucke ich immer so böse, wenn ich unterwegs bin. Ich hatte bisher kein Problem, auch in Berlin nicht. Ja. Ich schon. Und außerdem habe ich ja mein Internet zu Hause bei der Telekom. Und wenn ich dann zur Telekom wechsle, habe ich ja nochmal ein paar Vergünstigungen, wenn ich da auch meinen Handyvertrag habe. Vielleicht, weil du ein Mann bist. Das kann sein. Das ist, ja. Das kann sein. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich hatte nämlich eigentlich schon bei der Telekom angefragt. Und die hatte gesagt, ich muss mich irgendwo anders melden.
Ah ja, hier, genau. Die Four Friends Tarif Hotline muss ich anrufen. Mich spricht auch niemals jemand an. Ich gucke bestimmt auch immer zu böse. Ja, wenn ich unterwegs bin, draußen alleine, dann habe ich, glaube ich, immer so einen Töterblick auf. Männer werden immer sozial benachteiligt. Ich werde an der Kasse auch nie gefragt, ob ich Punkte haben will. Oh, Morian, du Armer. Das stimmt allerdings. Ich werde auch eher selten gefragt. Urlaub hat man doch keinen bösen Blick. Doch, wenn ich irgendwo rumlaufe, habe ich immer so ein böses Gesicht. Und mich bloß keiner anquatscht. Ist doch wahr. Ja, ist ja auch so. Stimmt schon. Jetzt zum Beispiel nie beim Feiern gehen angesprochen, weil ich da immer böse gucke. Okay. Ja, dann fliegen wir jetzt nach Booty Bay, wa? Auch wenn es 12 Silber kostet, aber machst du nichts. Können natürlich nach Ironforge fliegen und von da aus mit der Bahn nach Stormwind, dann haben wir ein bisschen was gespart. Das können wir vielleicht machen. Der Solais. Seid gegrüßt. Das Licht. Wo liegt denn dein Ruhestein? Genau hier in South Shore. Das ist blöd. Ja, kann man so sagen. Ah. Eieiei. Heute ist irgendwie anstrengend. Chewbacca. Ja. Klingt doch so ähnlich, oder? Ich weiß nicht, was das hier für Quests sind, wie man da rankommen soll. Captain Steelgut. Ich könnte halt auch dahin gehen. Dann fliege ich jetzt nach Loch Modan und gehe hier mal runter. Gehen wir mal in die Badlands. Warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, da gibt es gar keinen Flugpunkt für die Allianz, wenn ich mich richtig entsinne. Tank für Kloster, Bibi, Waffenkammer, eventuell Katte. Das ist zu viel, leider. Ich habe nur noch 1,5 Stunden Zeit. Ich bin ein bisschen müde. Vielleicht muss ich mich auch noch hinlegen und den Stream frühzeitig beenden. Was soll denn bei Ausrufezeichen müde passieren, Frau Muschel?
Soll es einfach nur ein Counter sein? Ist ja langweilig. Was geht euch durch den Kopf? Halt auf! Herr Cookie hat schon 5.468 Mal gegähnt. Was? Was? Oh, da sucht jemand für Kurzen. Den müsste ich eigentlich auch machen. Gehen wir hier mal kurz ins Gasthaus und kochen ein bisschen Muscheln. Was geht ab? Was geht ab? Ich habe die besten Waren im Land. Das sagen alle. Lust auf ein Glas? Mögen eure Hallo. Sein. So, scharfe Gewürze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und... feine Gewürze hat er nicht, oder was? Was ist mit dir falsch, Junge? Junge! Mann, ey. Was für ein Level hast du beim Kochen? 202. Und du? Wie geht's? Mögen eure Reisen sicher sein. Wie geht's? Was kann ich heute für euch tun? Okay. Seid auf der Hut. 190 oder so steht in der Excel-Liste. Oh Gott, das steht wirklich in der Excel-Liste. Muschel, ey. Warum? Schön, euch zu sehen. Wie geht's? Bleibt sauber. Grüße. So, Ödland. Muschel, 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 ich bin wirklich enttäuscht.
Guck mal, ein lammartiges Wesen. Ach ja, hier ist übrigens die Instanz namens Dingsbums. Uldaman, genau. Kochen 193. Okay. Aktualisierst du das tatsächlich immer? Geh weg, du blöder Buzzard. Sonst klaut mir wieder jemand meine Mine. Also das mal Axt skillen. Brauche mehr Wut. Auch so ein Phänomen von Classic, dass man erstmal seine Waffe, die man anlegt, skillen muss. Meistens schon. Oh Gott. Was ist nur mit euch los? Bis 190, okay. Ich habe schon wieder kein Essen dabei, außer die Muscheln, die ich gerade gekocht habe. Das ist nicht gut, wenn man als Krieger unterwegs ist. Er soll eine Quest sein, ist aber nicht. Wer weiß. Mini-Krieger, oh mein Gott. Hallo. Diese Namen. Sucht die Glückshacke. Hallo. Holt die Nachschubkiste für. Ah ja. Ich glaube, ich gehe heute Mittag nicht essen. Gibt irgendwie nichts Leckeres. Ist. Und das an einem Esstag? Willst du an einem Esstag nichts essen? Wie jetzt? Stich nicht.
Ich muss näher ran. Noch nicht mehr. Obstsalat wäre toll. Obstsalat ist immer toll. Das kann man immer essen, finde ich. Selbst wenn man noch mega satt ist, kann man noch ein bisschen Obstsalat oben drauf schütten. Den gibt's bei euch auch, aber ganz schön teuer. Obstsalate wird. Ich jetzt Probleme habe, die Mobs zu killen, weil ich erstmal die Axt skillen muss. Das ist doch eine Scheiße. Hier letztens beim Brunchen, da konnte man auch noch zweimal Obstsalat essen, obwohl man schon satt war. Genau. Obstsalat mit Vanillesoße. Vanille. €200, €4. Klingt, keine Ahnung, schon teuer. Oh. Gott sei Dank habe ich es nicht geschafft, den zu anstürmen. Viel Apfel. Ja, ja, Apfel ist natürlich günstig und nimmt den Platz gut ein. Rolle der Stärke. Wup, wup. Bin ein starker Mann. Herr Keks, ich mache im Oktober auch mal Obstsalat. Das klingt voll gut, Frau Muschel.
Da freue ich mich gleich noch mehr darauf. Obstsalat, Eiersalat, Kuchen. Es wird ein Fest. Und ich werde alles ohne den Sebastian essen, der am Freitag nicht da ist. Wupp, wupp. Hab ich früher viel öfter gemacht. Im Schocktober. Wieso denn Schocktober? Hey, ich hab die Glückshacke. Yay. 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 Oh Mann. Kommt doch immer nach September. Echt, ist es so? Kommen denn immer Horrorfilme im Fernsehen oder was ist der Schocktober? Der Oktober ist der Inktober zum Tätowieren oder was? Wie hier alle schon Mounts haben, ey, die Bastarde. Ne, zeichnen und malen mit Tusche. Apropos, Herr Morian, ich danke dir für deinen Sub im September. Voll lieb von dir, du süßer Mann. ja, vielen, vielen Dank für deine Subskribierung. Und for your support. Fühle dich geknutscht und umarmt. Zeichnen, malen mit Tusche. Machen viele Zeichner mit? Echt? Das kenne ich gar nicht. Krass. Klingt aber nett. Eieieiei. Umarm ist okay. Okidoki. Mein Gott. Ja, das war aber noch nix, Mietz. Das war noch leise. Wo rennen denn die hin? Fliegen die Ohren ja weg. Mein Geschirr im Schrank hat sich nicht bewegt. Siehste, es war harmlos. Jetzt hat der Morian auch einen Windelkeks wieder. Voll schön.
Ich muss Ledern skillen, scheinbar. Ja, 225. Dafür kannst du aber ruhig mal wieder Rimworlden. Ich muss mal wieder Köpfe abreißen. Wie Köpfe abreißen? Gesundheit? Ah ja. Stimmt, Herr Bay niest. Guck mal, ich habe erst 19 Mal genießt im Stream, ist voll wenig. Was kann ich für euch tun? Was geht euch durch den Kopf? Bubu. Fort mit euch. Ich bin ganz Ohr. Man sieht sich. Diebischen Elementare sind da oben. Gleich bin ich Level 39, Freunde. Wo denn da oben? Hier? Kollegin hat mich vollgequatscht, darum konnte ich nicht gleich. Ist ja unfassbar, dass dich die Kollegin auf der Arbeit vollquatscht, ey. Gott, bin ich froh, dass ich heute im Spätdienst nicht wieder alleine auf der Station für alle zuständig bin. Das ist so ätzend, ey. Mann, ich hätte mich echt 5 teilen müssen teilweise. Ging gar nicht. Huch, hier ist ja gar keiner. 42? Willst du mich verarschen? Ist doch nicht dein Ernst. Ja, die kann ich leider nicht töten. Sorry. Sorry. Vorratskiste. Dungeon. Ah ja, guck. Aber wie ist die Frage? Na, die Lösung für alles. Ja, ne? Wenn so. Das die Dings der Welt, die, ach, wie war das denn nochmal? Ja, eine Frechheit. Ich habe gesagt, ich muss weg, um jemandem Gesundheit zu wünschen. Nach dem Leben. Frage nach dem Sinn des Lebens, genau. Das ist 42. Jetzt habe ich es wieder, dem Universum. Ich brauche mehr Wut. Ich denke, das Problem ist ganz ehrlich, dass wir nie wirklich gewusst haben, was die eigentliche Frage ist. Wow, jetzt wird es aber sehr philosophisch, Mori. Brauche mehr Wut. Leider ist der Sparrow nicht da, der würde da sofort drauf eingehen auf solche Gespräche. Das ist der Anhalter. Brauche mehr Wut. Ja, Frau Muschel, was machst du denn jetzt bis Donnerstag, wenn dein Mann die ganze Zeit nicht da ist? Dann ist ja dein Sinn des Lebens quasi nicht vorhanden. Buschiger, weicher Schwanz. Ist ja auch schön. Sie müssen per Anhalter durch die Galaxie lesen. Nee. Ich kann nichts lesen, hab keine Zeit. Muss streamen und arbeiten und nebenbei noch mich fortbilden und was nicht alles. Und eigentlich müsste ich auch mal wieder Sport machen.
Nee, das Beste, das jemals niedergeschrieben wurde, ist... das Martyrium eines Paradiesvogels. Ich weiß auch nicht. Mein Arbeitsehemann ist auch im Urlaub. Oh, scheiße. Gleich beide Ehemänner weg. Das ist krass. Bleib gut drauf. Bleib sauber. Ich blaue Perlen. Bussardflügel. Schönen Tag auch. Dü-dü. Ja, siehst du mal. Scheiße ist hier. Zansils Mixtur. Wenn ich noch abhaue, abdingsen. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Oh, der Mori bietet sich an. Guck. Frau Muschel, ich hätte noch einen weichen, buschigen Schwanz für dich, falls du ihn brauchen solltest. Tauchen. Lass mal Mori. Oha. Die blauen Perlen, die ich brauche, stammen von Muscheln am finsteren Riff. Am finsteren Riff im Schlingdorntal. Na super. Illusionen Vorratskiste. Die Oger vom Camp Kosch. Gegrillte Bussardflügel und die verlorenen Fragmente. Das ist ja auch alles noch so hochlevelig hier. Deinen flauschigen Schwanz will ich auch nicht, Benny. Wow. Okay. Bitteschön. Der Anhalter ist nicht nur außerordentlich bemerkenswert, es ist auch außerordentlich erfolgreich. Populärer als das himmlische Heimschützer-Almanach. Es verkauft sich besser als 53 neue Sachen, die man bei Schwerelosigkeit machen kann. Und ist streitlustiger als Ulon Kulufitz. Drei philosophische Bombenerfolge. Wo Gott sich irrte, noch ein paar von den... Von Gottes größten Fehlern und wer ist denn dieser Gott überhaupt? Was? Ich bin verwirrt. Lese ich da Bennys Schwanz? Nee, Kari. Ich habe einen weichen... Warte, ich muss mal kurz... Einen weichen, buschigen Schwanz gefunden. Und den habe ich gerade vom Muschel angeboten, aber sie wollte ihn nicht haben. Kleiner Steinsplitter. Ach, da ist die Vorratskiste. Aha. Ich bin aus
Obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben die Worte »Keine Panik«. Ah ja, das klingt gut. Ja, hallo Daniel, ich hoffe, dir geht's gut, mein süßer Schnuffelhase. Was macht das Sportprogramm bei dir? Bist du noch fleißig dabei oder hast du es schon wieder aufgegeben? Müsste echt mal kurz ledern lernen. Mist. Ja, zumindest kann ich die noch häuten. Ich liebe diese Bücher. Könnte mich stundenlang wegwerfen, der Mori. Dann kommst du ja gar nicht zum Lesen, wenn du dich die ganze Zeit wegwirfst. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ist auch die einzige fünfteilige Trilogie auf dem Planeten. Oh Gott. Das ist zu weit entfernt. Kann ich nicht tun. Nicht genug Wut. Brauche mehr Wut. Irgendwie sterbe ich hier gerade. Ich hoffe, das löst sich bald mit der Axt. Das Problem mit dem Skillen. Brauche mehr Wut. Wenigstens muss ich nicht von null hochskillen. Ja gut, dann werde ich jetzt mal sterben. Es war mir eine Freude. Nicht genug Wut. Scheiße. Ach Mann, ey, manchmal ist WoW Classic ein bisschen anstrengend. Ha ha ha.
Zabuka, wie Daniel überhaupt nicht antwortet. WoW Classic ist nicht anstrengend, sondern eine Herausforderung. Das ist sehr richtig. Das ist sehr richtig, liebe Frau Muschel. Ich muss näher ran. Oder einfach alt. Nö. Also ja, alt ist es auch, wobei es ja jetzt neu ist. Neu aufgelegt. Aber es fühlt sich sehr schön an. Die alte Herausforderung zu spüren. Wenn sie einem tief und fest in die Fresse schlägt. Wenn man von einem normalen Mob auf gleichem Level easy getötet wird. Weil man zum Beispiel die Waffe nicht geskillt hat. Bing! Jawollo! Danke! Danke, danke, danke. Bussard Muskelmagen, Klippen, Kojoten, Fangzahn. Oh Gott. Das ist zu weit entfernt. Diese Fähigkeit ist so, noch ein Level, dann sind wir Level 40. Wupp, wupp. Und mir fehlen noch 10 Gold ungefähr. 9 Gold. Dann habe ich 80 Gold fürs Mount. Du brauchst doch 100. Na, 80. Ich bin ja respektvoll bei, nee, bei Stormwind. Da ist es ein bisschen günstiger. Und ich glaube, es sind dann 80 im Endeffekt. Wenn ich mich recht entsinne. Ein Hortler. Mit einem toten Kopf. Der ist bestimmt Level 60. Das wird doch hier schon wieder nichts. Ich sehe es doch schon kommen.
Ich sollte Maino aus dem Befehl da rausnehmen. Ist ja jetzt kein Teil des Streamteams mehr. Du musst auch treffen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Hallo Mitch. Ja, ich weiß, ich habe jetzt ja eine Zweihand-Axt und ich hatte die ganze Zeit ein Zweihand-Schwert. Darum muss ich noch ein bisschen hochskillen, das Äxtchen. Ne? Enno gehört nicht mehr dazu. Enno hat den Discord-Server verlassen. Und ist jetzt kein Teil des Streamteams Berlin mehr damit. Ja. Enno hat gekündigt, genau. Geht's dir denn gut, liebe Frau Mitch? Ganz okay. Ja, bei mir auch alles okay, nur müde wie immer. Und ich muss noch bis Donnerstag durcharbeiten und Freitag habe ich einen Kurs für den Notarzt, ist so. Und der eine freie Tag, den ich hatte, der war quasi von, da ich auch bis 8.30 Uhr morgens gearbeitet, weil ich Nachtdienst hatte. Klingt nach ganz viel Spaß, ja. Aber, ja, alle Meckerei bringt ja nichts, ne? Fels, Elementar, Splitter. Mann, das droppt schon wieder so wunderschön hier. Warst du mal Humangenetiker geworden? Da machst du keine Dienste. Nee. Bleh. Hallo Leute. Nosi Glider. Hallöchen. Herzlich willkommen. Alles schick bei dir? Was führt dich her? Auch ein Classic-Spieler? Was macht denn ein Humangenetiker? Er kümmert sich um Gene. bisschen surfen auf Twitch, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wie Muschel sagen würde, ganz nach rechts oder ganz nach unten scrollen. Er macht uns zu X-Men.
Wer denn? Der Humangenetiker, ja. Wow, echt? Was für ein Gefühl, ich weiß jetzt alles. Ah, schön. Ja, die machen verschiedene Sachen, genau, so. Auch irgendwelche genetisch übertragbaren Krankheiten und da, wenn man sowas hat, sozusagen gucken, ob die Kinder das auch kriegen könnten und bla bla bla, sowas alles. Ich bin genau, Erbkrankheiten. Genau. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wo spielst du denn, Nosy? Auf welchem Server? Wie sie alle mit ihren Pferden rumreiten. Ich bin ein bisschen neidisch. Bin auf Ratsorfen unterwegs. Bin ein friedlicher Schurke. Ein friedlicher Schurke. Das ist ja auch süß. Ich bin auf Everlook. Also auch hier im PvE. Modus. Nicht mit Horde-Kloppen und so. Schon wieder müde. Müde. Hey, der zweite kleine Felssplitter nach dem 50. Mob, den ich töte. Ist es kalt? Lass es stehen. Taumelt es. Weitergehen. Wirf aufs Schweinchen keine Steinchen und lass dem Schäfchen sein Schläfchen. Was? Was ist das denn jetzt für ein Spruch? Schon wieder müde? Immer müde. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Das muss an der Arbeit liegen. Ich brauche Urlaub. Zum Glück habe ich Anfang Oktober und Mitte Oktober Urlaub. Das ist schön. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann werde ich wieder in den Wald fahren. Und der Herr Thanes wird erst am Samstag kommen, was sehr traurig ist. Aber wir werden es alle überstehen. Also erklärt man einem Krieger, was er angreifen darf. Ach so. Ist es kalt? Lass es stehen. Taumelt es? Weitergehen. Ist es kalt? Ach so, wegen eingefroren. Taumelt es? Weitergehen. Wirf es aufs Steinchen, keine Steinchen und lass dem Schäfchen sein Schläfchen. Ist ja geil. Das habe ich noch nicht gehört. Lustig. Aber Schweinchen gibt es ja hier in Classic noch nicht. Das kam ja erst später. Oder? Oder gab es die Bücher mit den Schweinchen schon? Ich weiß es gar nicht. Wollte auch erst auf Everlook, aber dann wurden ja neue Server angekündigt. Ja, ich habe mich am Anfang so ein bisschen durch die Wartezeit geprügelt, auch weil hier Leute einfach draufgehen wollten, die ich kenne. Und jetzt mittlerweile ist das ja überhaupt kein Problem mehr. Es hat sich ja mega verteilt. Also selbst am Freitagabend um 18 Uhr hast du ja keine Warteschlange hier auf Everlook. Also alles easy. Das ist zu weit entfernt. Block der Krieger. Krieger können Damage machen. Können. Mano, alle mit ihren Mounts. Ey. Gestern Abend war 30 Minuten Wartezeit. Ach echt, krass. Na gut, am Anfang hatten wir ja 4-5 Stunden Wartezeit. Von daher ist das alles entspannt, würde ich sagen.
bin 43 und habe auch noch keinen Mount. Oh je. Was spielst du denn für eine Klasse? Und bist du Verzauberer von Beruf? Das ist die Frage der aller Fragen. Denn als Verzauberer hat man ja nie Geld. Ich habe jetzt 63 Gold und nochmal 8 Gold auf dem Twink. Jetzt mal gucken, ob ich es hinkriege, bis 40 da noch 10 Gold zusammenzusammeln. Schurke. Ach stimmt, hast du ja gesagt. Ja, hätte ich auch wissen können. Sorry. Indirekt, ich pimpe mega. Und Priest nebenbei. Okay. Ach, Mage. Ich pimpe Mage und Priest nebenbei. Okay, ja, verstehe. Alle Sachen, die du nicht brauchst, gehen dahin wahrscheinlich, ne? Oder die denen passen würden, sagen wir mal so. Du musst es dir anhören, Benny. Ja. Ich werde jetzt hier das Gebiet erstmal verlassen. Und sowieso dann den Stream ausmachen. Ich muss mich noch darum kümmern, dass ich ab Oktober meinen neuen Handyvertrag habe. Und eigentlich würde ich auch gerne... Telekom hat so ein Dings in meinen Briefkasten gesteckt, dass ab September jetzt auch 100 Mbit in meiner Straße zur Verfügung stehen. Und da ich letztens angefragt, da war das noch nicht möglich. Und da muss ich jetzt auch nochmal anfragen. Ist es denn lang, liebe Frau Mitsch? Ah, nur... Nee. Das ist Werbung. Der Krieger. Krieger sind die Typen, deren Hauptaufgabe es ist, sich vor einen Boss zu stellen und dem so lange und ausdauernd auf den Sack zu gehen, bis der wiederum seinerseits nichts anderes mehr machen kann, als dem Krieger mit wachsender Begeisterung auf die Fresse zu hauen. Und, Hand aufs Herz, wer will es ihm verübeln? Wenn man sich entsprechend vergegenwärtigt, dass Krieger sich also augenscheinlich nicht nur freiwillig, sondern offenbar auch gerne Kieferkorrekturen von Typen verpassen lassen, die uns Schurken quadratmetergroße Ecken in die Ohren hauen, wird auch klar, was bei dieser Klasse auf der Strecke geblieben sein muss. Hirn. Die Hauptschwierigkeit beim Raiden ist es folglich, Kriegern beizubringen, was sie hauen müssen. Bei einem einzelnen Mob als Gegner ist das noch relativ leicht, seit Blizzard Gruppenmitglieder des Kriegers unangreifbar gemacht hat. Man sagt dem Krieger einfach, hau das, was sich da vorne bewegt, und meist trifft er nach wenigen Minuten, in denen er steif und fest behauptet, die Kiste oder das Erzvorkommen da vorne würde sich immer bewegen, wenn er sich wegdreht, auch den Mob. Schwieriger hingegen wird es bei mehreren Mobs, denn der Krieger kennt gemeinhin nur eine Art und Weise zu pullen. Charge. Das läuft dann meistens so ab. Also ich lepp den Caster, scheckel auf das Skelett, schieb auf den Melee und du pullst bitte den Zrrrrrrrms Geistheiler. Noch gefährlicher hingegen ist es, den Krieger mittels Schieb-Pull zu verwirren. Man muss sich das so vorstellen. Das Kriegerhirn scannt den Raum und nimmt etwa 2 humanoide Mobs, gleichzeitig die Zahlgrenze des Kriegers wahr. Oh, da hinten, da stehen 2 Typen. Charge. Wenn jetzt einer der beiden geschiebt wird, kann es zu verheerenden Kurzschlüssen im Hirn des Kriegers kommen. Oh, ein Schaf. Wo ist denn? Oh, ein Schaf. Falls man also Crowd Control vorhat, sollte man den Krieger in einem anderen Raum der Instanz ablenken, etwa... Hey, warum modellierst du nicht die süße Kröte da hinten in Fimo, während man im Nebenraum den Pull vorbereitet? Wichtig ist es, dem Krieger beizubringen, was er nicht hauen darf. Hier hilft ein Kinderreim. Ist es kalt, lass es stehen. Taumelt es, weitergehen. Lass das Schäfchen machen sein Schläfchen und wirf aufs Schweinchen keine Steinchen. Problematisch hier, wenn das Schaf in die Eisfalle läuft. Im Kriegerhirn ergeben jetzt Minus und Minus Plus und es erteilt den Befehl zum Schlagen. Ferner wird der Krieger immer meckern, dass er dem Schäfchen nicht mehr traut, weil sich das plötzlich verwandelt und ihn haut. Aber egal, beim nächsten Pull hat er es schon wieder vergessen. Immer dran denken, den Reim auf die Hand schreiben. Einen Krieger bekommt man im Nahkampf etwa so gut tot wie Kalk Sandstein oder Johannes Hesters. Sein gefährlichster Feind ist eigentlich nur der Intelligenz-Debuff. Dieser kann in Sekundenschnelle dazu führen, dass die vegetativen Funktionen des Kriegers gänzlich aussetzen. Vorsicht also. PvP mit dem Krieger gestaltet sich als schwierig. Viele Denkmuster und akribisch gelernte, maximal vom Kriegerhirn zu verarbeitende Gegnerscharen werden hier über den Haufen geworfen. Zudem verfällt der Krieger oft in Schemata, etwa Oh, haut mein Priester, Thunder Armor, oh, haut immer noch den Priester, Thunder Armor, oh, haut den Priester. Und so weiter. Es empfiehlt sich daher im PvP immer, einen Betreuer für den Krieger dabei zu haben. Betreuer. Ein Herz für Krieger und liebe Grüße wünscht Barlow. Ah, schön, sehr gut. Vielen Dank dafür, liebe Frau Mitch. Ich habe Level... Ich habe VDSL 25 und keinen Ausbau in Sicht. Oh je.
ich gerade versuche, auf Arbeit keinen Lachkrampf zu bekommen, wie super das ist. Was? Das stimmt alles gar nicht, ihr fiesen Schweine, ihr Dreckigen. Ist ja unfassbar, was man sich hier anhören muss. Ich habe noch nie mit Charge gepult. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Gut, ich werde mir demnächst diesen Reim auf die Hand schreiben und dann mal gucken, ob ich mich noch daran erinnern kann. Und wenn ich dann auch einen Betreuer an die Seite gestellt kriegen könnte, wäre mir das sehr recht. Upsa. Muschel ist Jäger. Für Jäger gibt es mindestens genauso viele Vorurteile. Da ist der Jäger. Okay. League of Legends ist ein Online-Spiel, entwickelt von einer Gruppe aus verrückten Wissenschaftlern namens Rito Games, in dem es dein... Wenn man 946 Millionen Kaninchen nimmt, sie ausschließlich mit Koks und Viagra füttert und mit Barry Manilow beschallt, entspricht die Kaninchenmenge nach 5 Jahren etwa der durchschnittlichen Jägeranzahl auf einem handelsüblichen WoW-Server. Doch was bringt all diese Menschen dazu, einen Jäger zu spielen, statt wie gewöhnliche Psychopathen mit ausgestopften Frettchen in Barbie-Klamotten Bibelszenen nachzustellen oder gut gelaunt die Nachbarn zu zerhacken und feinsäuberlich in beschrifteten Tupperdosen auf den Nachttisch zu stellen? Erklärungsversuche. Zunächst einmal gibt es 2 Sorten von Jägern. Nun gut, mancher mag sagen, es gibt eine Sorte von Jägern, die Überflüssigen. Und das ist inhaltlich natürlich richtig. Diese teilen sich allerdings wieder in 2 Unterkategorien. Typ A hat einen Namen wie Fastfragger, Power Sniper oder Ellie Killer und spielt zusammen mit seinem Schurkenfreund Shadow Death und Schattenpriester Face Meltor bei der Gilde Lords of Onage. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, diese Form von Jäger entstand durch einen Wurm in der Counter-Strike Steam-Software, der es unter 14-jährigen Aimbot-Benutzern kurzzeitig erlaubte, sich aus dem Counter-Strike-Interface heraus via Konsolenbefehl /char-copy einen Jäger in World of Warcraft zu erstellen. Typ B hat einen Namen wie Hans Martin und ist ansonsten so kreativ wie Fips Asmussen. Wenn es hochkommt, heißt sein Pet nicht Katze, sondern Hund. Und wenn er einen literarischen Erguss hatte, heißt sein Bär Himbär, Bärbell oder Hubschraubbär. Seht ihr? Hubschraubbär. Kracher. Oh, weil es ist halt ein Bär. Hubschraub. Okay, weiter im Text. Dem Jäger kommen im PvE 3 Hauptaufgaben zu. Aufgabe 1, die Gruppe wipen. Hierzu hat der Jäger ein mannigfaltiges Repertoire an Skills. Etwa Multishot, den er gemeinhin mit Wonne so abfeuert, dass er den Gesäppten, den Gescheckelten und den geschiebten Mob trifft, nur um einen Nanosekundenbruchteil später mit militärischer Präzision und Tab-Taste Serpentsting genau den Mob zu dotten, den er in seine eigene Eisfalle zieht. Hilfreich beim Wipen ist generell auch sein Pet. Ja, es kennt 3 Einstellungen. Passiv, defensiv und aggressiv, oder wie ich sie gerne nenne, hirntot, verbuggt und grenzdebil. In Haltung 1 verfällt das Pet in eine Art komatösen Winterschlaf und ist zu nichts zu gebrauchen. In Haltung 2 sprintet es zu ausgesucht unpassenden Anlässen und ohne Vorwarnung wie ein panierter Biber in die nächste Mobgruppe und in Haltung 3 verhält es sich etwa so wie ein tollwütiger Mike Tyson auf Crack. Die 2. Aufgabe des Jägers im PvE ist es, auf das Loot der echten Klassen zu würfeln. Ja. Die Vorgehensweise hierbei ist wie die eines Krokodils, das auf Beute wartet. Meist ist der Jäger Autoshot AFK auf Follow und bewegt nur gelegentlich die Maus, damit der Bildschirmschoner nicht anspringt. Nach einem erfolgreichen Bosskill allerdings ist er plötzlich hellwach und drückt die Greed-Würfeln-Groupsay, oh, sorry, ich dachte, wir würfeln alle Greed-Taste, um die Halskette mit 20 Int, 30 Healing, 7 Mana-Rack für sein, ich zitiere,
Pet-Heal-Equipment einzupacken. Die dritte Aufgabe ist den verhaltensgestörten, Klammer auf, meist Nachtelfen, Klammer zu, Tourette-Syndrom-Jägern vorbehalten. Das sind die, die in unbestimmter Reihenfolge permanent sämtliche Knöpfe ihres Interfaces hämmern und dabei hüpfen wie ein Vierjähriger, der bei der Weihnachtsaufführung des Kindergartens den Hirten spielt und noch vor seinem einzigen Satz »Sehet den Stern« tierisch dringend pinkeln muss. Dieser Jäger kennt zwei Verhaltensmuster, AFK und Panik. Wenn er also nicht gerade AFK ist, passiert meist etwa Folgendes. Autoshot, Aggro, Hilfe, hüpfen, Scattershot, Aggro, brauche Heilung, Fendeth, Aggro, Hilfe. Was durchschnittliche Instanzheiler für gewöhnlich etwa 2 Jahre ihres Lebens und einen sicheren Bypass kostet. Und anstatt bei einem Wipe wie ein Mann zu sterben oder wenigstens wie ein Schurke zu vanishen, in Combat zu bleiben, Preparation zu drücken, in Combat zu bleiben und dann wie ein richtiger Mann zu sterben, stehen besagte Jäger, wenn der Staub sich in Form von marodierenden Elitebossen gelegt hat, meist mit diesem Warwas-Hüpfer freudig auf. Und dabei haben sie genau das Grinsen in der Fresse wie diese Streberpotzer, die bei Lateinklausuren immer den Zahlenkombinationen Aktenkoffer in die Mitte des Tisches gestellt hat, sodass man nicht abschreiben konnte. Merkt euch für diese Jäger einen einfachen Satz, den ihr immer genau dann anwendet, wenn sie ausnahmsweise mal wirklich tot sind und um einen Rest bitten. Er lautet wie folgt. Pass mal auf, du Aushilfspausenclown. Nicht mit Commander. Wer die Heiler verarscht, der läuft. Interessanterweise glauben viele Jäger auch in PvP mit Death ihren tatsächlichen Spielzweck, aka Token. Die Szene, Lucy, danke dir. Jäger hüpft mit 100% HP wie Rotkäppchen fröhlich trällernd durch die Gegend. Jäger bekommt einen Hit ab. Jäger liegt tot auf dem Boden und sein Pet steht mit fragendem Gesichtsausdruck daneben. Wer genau, bitte, soll auf diese schauspielerische Leistung der Qualitätsstufe Dolph Lundgren meets Jean-Claude Van Damme hereinfallen? Ah, na gut, außer Kriegern. Wer die noch sei. Weidmanns Toll. Heil wünscht Barlow. Da haben die Krieger nochmal eins auf die Fresse gekriegt, die gemeinen. Nosy, danke dir für dein Follow nochmal und nochmal ein herzliches Hallöchen. Ne? Und so, wisst ihr Bescheid. So. Das für 4 Gold habe ich mir jetzt nicht gekauft. Das ist jetzt gerade sehr ungünstig positioniert. Kurz bevor ich meinen Mount brauche, habe ich keine 4 Gold 50, um schnell noch Lederer Stufe 300 zu werden. Gibt es feste Zeiten, zu denen du streamst? Nicht wirklich, weil ich halt im Schichtdienst arbeite und das macht sich immer so ein bisschen schwierig, da genaue Zeiten herauszupicken, leider. Momentan ist es halt so, dass ich eher vormittags streame, weil ich Spätdienst habe und ansonsten ist es halt wirklich immer dann so zwischen den Diensten, wann immer ich gerade Zeit habe und immer wenn ich zocke, streame ich eigentlich auch. Also es ist schon, man trifft mich schon häufiger an auf Twitch. Kollegin guckt schon irritiert. Dann wird man sich wohl spontan sehen. Genau. Das würde mich freuen, wenn man sich wieder sieht. 11 Gold 80. 11 Silber 80. Oh, 11 Gold wäre schön. Okay, 11 Silber 80 lohnt sich nicht wirklich. Ich befürchte fast, dass ich morgen mal noch ein bisschen Elementare in Arati farmen muss, um die Charms zu holen, die die Krieger brauchen für ihre Kriegerwaffe, also wie ich das auch gemacht habe. Und dann werde ich die verkaufen, die lassen sich nämlich ganz gut verkaufen. Glücklicherweise, das werde ich vielleicht mal tun. Dann halt nicht. Moinsen. Shy Guy, vielen Dank für deinen Host. Was denn dann halt nicht? Ich habe doch gerade gesprochen. Was kann ich heute für euch tun? Guten Tag. Achso, ich habe ja noch feine Gewürze auf der Bank, glaube ich. Warte mal. Shy, was geht ab? Wie geht's? 1, 2, 3, 4. So, den Stein und den schweren Stein und den Eisenerz und überhaupt Tiefsteinsalz. Das brauchte man auch für irgendwas. Ich glaube Lederer oder so. I don't know. Schon so lange her.
Aha. Da haben wir auch 20 voll. Da haben wir nochmal 20 voll. Bleibt sauber. Spielst du komplett ohne Addons? Ich spiele mit Auctioneer und Questie. Aber sonst habe ich keine Addons. Einfach die Auktion ein bisschen einfacher gestalten und auch das Quest suchen. Das funktioniert zwar nicht hundertprozentig, ich habe keinen Quest-Helper, aber anderes Zeug. Ja, ich muss mir auch mal für das UI irgendwas besorgen, weil das ist ja irgendwie auch nicht mehr das Wahre. Zum Beispiel würde ich gerne einfach sehen, das Target vom Target. Das nervt mich jedes Mal wieder, vor allem beim Tanken, weil ich nicht sehe, ob und wen die gerade angreifen. Ich spiele das nicht ohne Questie. Ja, das geht schon. Ich meine, die meisten Quests kenne ich sowieso so grob. Aber naja. So, den langen, weichen, buschigen Schwanz werde ich jetzt gleich verkaufen. Target vom Target kannst du aber einstellen. Echt? Kann man? Was geht euch durch den Kopf? Ich dachte, das würde nicht gehen. Dann muss ich das gleich nochmal gucken. Bussardflügel halten wir. User Interface Kampf, Y-Ziel, Ziel-Sitz. Okay. Interface, Kampf, Ziel des Ziels anzeigen. Ach, ihr seid doch, ihr habt hier niemanden Ziel oder was? Ah ja, guck, da funktioniert's. Sehr gut, vielen Dank. Das läuft doch. Wie geht's? Ich glaube, diese blöden Strängelshorn-Seiten, kann man die verkaufen im Auktionshaus oder lohnt sich das nicht? Warum ist denn so ein doofes Herbstwetter? Na, weil so langsam Herbst wird. Es ist September, Mitte September sogar, es ist bald Oktober. Scheigei, was ist denn los? Die gehen weg. Bei uns manche für 20 Silber. Oh, krass, okay. Aber die kosten auch. Warte mal, ich mach mal hier einer Stacks. Warte mal, aber ich muss so viel anzahlen. Das lohnt sich nicht. 5 Silber, 80. Naja. Das ist ein bisschen mehr als... Oh, kann man versuchen. 4 Silber 49, also richtig lohnt sich das aber nicht hier. Oh, das schon. 13 Silber 70. Silber 90. Ein Gold 50. Genau. Ja. Komm, wir machen mal 18 Silber draus. Ich mag Herbstwetter. Ja, ich finde es eigentlich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Oh. Die Grünhügel des Strängelshorns, Seite 25, wurde verkauft. Das ging ja fix. Wie berechnet sich wohl der Anzahlungspreis? Ich erkenne da keine Logik, ja, keine Ahnung.
Es liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, wie viel der Händlerpreis ist. Aber wissen, keine Ahnung. Und dann geht's halt danach, wie viel du verkaufst, also wie groß dein Stack ist. Naja. Gut, gut. Dann haben wir das. Dann werde ich jetzt mal ausmachen und mich um meine Verträge kümmern. Die ich gar keine Lust habe, demnächst zu arbeiten. Das ist so anstrengend. Ach ja, ihr Lieben. Gut. Dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Lieber Nosy, nochmal vielen Dank für den Follow. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Morian, nochmal vielen Dank für deinen Sub. Und ja, wie gesagt, allen anderen und natürlich auch den genannten, vielen Dank fürs einfach dabei sein und zuschauen oder rumlurken oder wie auch immer. Es ist mir eine Freude, dass ihr immer wieder da seid. Dann verabschiede ich mich und wünsche euch einen angenehmen Nachmittag und Abend. Schlaft später schön und träumt was Schönes und lasst euch nicht ärgern, bei was auch immer ihr heute noch so macht. Man sieht sich und hört sich bei einem weiteren Stream, wenn ihr mögt. Viel Spaß auf Arbeit. Vielen Dank, Shy Guy. Ich werde bestimmt ganz viel Spaß haben. Frau Muschel, vielen Dank fürs Geströme. Bitteschön, gerne. Wie ich immer lurken will, es aber nicht schaffe. Ja, du schreibst ganz schön viel dafür, dass du lurken möchtest. Nosy, tschüssi. Vielleicht bis demnächst. Morian, ja, so. Winke, winke. Tschüssi.